Herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Channel, liebe Freunde. Es geht weiter in der Satellitenempfangstechnik und zwar mit den Anschlussdosen. Was für Anschlussdosen benötigen wir, wenn wir eine Satellitenschüssel aufs Dach montiert haben, an die Hauswand montiert haben, auf den Balkon oder auf das Geländer des Balkons montiert haben? In der Regel werden wir sternförmig unsere Anschlüsse verlegen. Das heißt, entweder wir gehen hier von dem LNB aus. Ja, zum Beispiel, wenn man ein Octo-LNB hat, dann geht man ja mit 8 Anschlüssen separat zu den Anschlussdosen hin. Das nennt man dann sternförmige Verteilung. Von einem Punkt aus separat zu den Dosen. Die Dosen sehen so aus, haben in der Regel 3 Anschlüsse. Seht ihr hier, ist auch dort bezeichnet TV-Radio und hier wird der Satellitenanschluss rausgeführt über einen F-Stecker und dann zum Fernseher gebracht. Der Fernseher heutzutage hat auch einen F-Stecker-Anschluss, ja, und kann man dort dann direkt sauber verbinden miteinander. Was hat denn so eine Dose für Merkmale? Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, welche Dosen man einsetzen muss. Zum Beispiel diese Antennendose für die Satellitentechnik wird ja im Sternsystem verbaut und hat deswegen nur eine Anschlussdämpfung. Das heißt, das Signal, was hier in diese Dose reinkommt, das bekommt man natürlich nicht 1:1 wieder raus. Das heißt, es wird hier innen drin in der Elektronik natürlich irgendwie gedämpft. Ja? Und das bezeichnen wir dann als Anschlussdämpfung. Diese Anschlussdämpfung finden wir auch auf den Merkmalen dieser Dose. Ich habe hier zum Beispiel eine von Triax, Hirschmann Triax, ja, die EDA-302F. Das ist eine Stichdose, eine universale Stichdose. Ja, und hier sieht man, was man dementsprechend im Satellitenbereich hier für Dämpfungswerte hat. Und zwar beläuft sich das auf 2 dB. Ja, 2 dB Dämpfung ist eigentlich ein recht humaner Wert. Wenn ich hier normalerweise für den TV-Anschluss hier dB-Werte habe, ja, auch vielleicht zum Kabelanschluss, ja, dann bin ich bei 2,5 dB und Radio hätte ich sogar bei 6,5 dB. Ja, also das ist dann natürlich schon ordentlich. Aber wir setzen ja diese Dose hier im Satellitenbereich ein. Dann muss man bei der Anschlussdämpfung 2 dB dementsprechend beachten oder vom Signal, was hier eingehend ist, abziehen. Das hatte ich euch schon gezeigt, wie man diese Dosen anschließt. Sternförmig, ja, sternförmig kommt jetzt hier, eine Leitung wird hier eingeführt, ja. Dann wird das abgemantelt, so wie ihr es hier auf dem Bild seht. Ich werde das euch einfach auch noch einmal in meinem Nachschlag dementsprechend auch noch mal zeigen. Ja, ihr seht das, wie weit ich hier den Mantel abmanteln muss. Ja, was für ein Ausdruck. Und dementsprechend hier die Schirmung so frei sichtbar haben muss. Und dann dementsprechend hier die Seele. Ja, abisolieren muss und diese Seele oder diesen Innenleiter, den ich habe, wo die Informationen übertragen werden, der wird dementsprechend hier in diese Klemmverbindung eingeführt. Andere Hersteller haben hier eine Schraubverbindung. Ja, diese Firma hat hier diese Klemmverbindung. Das heißt, man drückt hier drauf, entlastet sozusagen hier die Feder und kann dann diesen Innenleiter hier einführen. Mit diesen Maßen, das sind jeweils 6 mm, ja, den ich als Seele hier frei haben muss, beziehungsweise die Schirmung auch nochmal 6 mm. Das heißt, im Ganzen habe ich 12 mm abgemantelt. Bei einer Verwendung von einem Multischaltern habe ich das euch auch nochmal gezeigt. Ja, dann komme ich natürlich, bei Verwendung von Multischaltern hat man das auch schon so genannt, über das LNB, bekomme ich mit meinen 4 Ebenen, komme ich separat in diesen Multischalter rein und der Multischalter, der verteilt letztendlich die ankommenden Signale. Ja, und
Dementsprechend gibt es unterschiedliche Multischalter mit unterschiedlichen Verteilsystemen bzw. Anzahl der Verteilung. Ja, und dann wird das so auch sternförmig dementsprechend angeschlossen. Okay, das war's zum Thema Satellitenanschlussdosen. Ich hoffe, ich finde euch auch wieder oder ihr findet mich wieder bei meinem Nachschlag zu diesem Thema. Und ich sag euch für heute Tschüss und bin dann wieder raus.